So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako und heute möchte ich das Thema des Schutzes und der Schützer ansprechen. Ich bin mir wohl darüber bewusst, dass das ein Thema ist, was nur für manche überhaupt in Betracht zu ziehen ist, denn immerhin leben wir in Zeiten derzeit, in denen jede kraftvoll schützende Aktivität in dieser Welt als gefährlich oder krankhaft angesehen wird. Also es ist die Zeit der allgemeinen Weichspülung und diejenigen, die sich an dieses Diktat nicht halten wollen, ja, die geraten leicht unter Beschuss. Fängt schon bei den Kindern an. Das heißt, alle Kinder in der Schule, die ein bisschen lebendigeren Ausdruck haben, die werden ja mittlerweile schon pathologisiert, insbesondere dann, wenn es sich um Jungs handelt, und bekommen dann die dementsprechende Medikation oder Sonderbehandlung. Ich wollte eigentlich dieses Filmchen hier auch in der englischen Sprache doppelt machen, damit auch meine englischsprachigen Freunde einen Nutzen davon haben. Doch, jetzt mache ich es mal auf Deutsch, denn sonst hätte ich das schon vorher ankündigen müssen. Gut, also, ein ganz, ganz wichtiges Wort in dieser Welt, in dem Leben eines Menschen, ist das einfache Wort, das da heißt Nein. Nein. Ja? Nein bezeichnet oder markiert eine Grenze. Und das ist wichtig, seine Grenze markieren zu können, überhaupt eine Grenze zu haben. Und auch da können wir ja sehen, das Thema der Grenzen ist ein Thema dieser Zeit. Viele sind der Auffassung, es braucht keine Grenzen. Auch in unserem Feld, also dem Feld, in dem ich so wirke, das heißt ja der grenzenlose Raum. Ja, der Raum an sich ist grenzenlos, das ist richtig. Doch ich, du, alle anderen Formungen haben Grenzen. Eine Form entsteht in dem Augenblick, in dem es eine Grenze gibt, und in dem Augenblick, in dem die Grenze aufgelöst wird, schwindet die Form, löst sie sich einfach auf. Gut. So ist das für jeden Menschen auf dieser Welt. Die Form ist wichtig, die Grenze ist wichtig. Und jetzt schauen wir mal einen Blick tiefer vielleicht. Schau auf deinen eigenen Körper. Der ist eine Ansammlung von Zellen. Und Zellen haben Zellmembranen, so heißt das, Zellgrenzen. Und in dem Augenblick, in dem die Zellmembran nicht mehr funktioniert, geht die Zelle zugrunde. Geht der Organismus zugrunde, geht der Mensch zugrunde. Das heißt, auch auf dieser Ebene des Lebens ist der Schutz sehr wichtig, auf zellularer Ebene sozusagen. Und dann im ganzen Leben ist es sehr wichtig, seine Grenzen zu wahren, sich wehren zu können gegen Angriffe, gegen Einflüsse von außen. Wer das nicht kann, der ist wehrlos, ist ja klar. Deswegen behaupte ich, Wehrfähigkeit ist lebensnotwendig. Wer das bestreitet, der hat keine Ahnung vom Leben, behaupte ich. Und wer den Menschen ihre Wehrhaftigkeit absprechen will, der dient nicht dem Leben, sondern der dient
lebensfeindlichen Mächten. Und diese lebensfeindlichen Mächte gibt es. Die gibt es heute, die gab es gestern, die wird es morgen geben. Die gehören mit dazu. Die sind Teile des grenzenlosen Raumes. Innerhalb dieses grenzenlosen Raumes, in dem wir alle leben, gibt es alle möglichen Arten von Mächten, Kräften, geformten Mächten und auch formlosen Mächten. Und zu diesen gehören nicht nur die lebensfreundlichen, sondern auch die lebensfeindlichen. Das ist ganz natürlich. Die Schöpfung ist eine polare Schöpfung. Ja, plus, minus, um es mal darauf zu reduzieren. Das ist erforderlich für das Leben, dass es die Polaritäten gibt. Oder, wie es dann von manchen Menschen genannt wird, die Dualität. Die relative Ebene, also die Ebene, die wir sehen, wenn wir so aus uns heraus in die Schöpfung schauen, ist Dualität. Eine polare Ebene, die Ebene der Schöpfung, in der es Formen gibt, in der es dynamische Prozesse gibt, in der es Spannungen gibt, in der es Energiebewegungen und Flüsse gibt. Das gehört dazu. Und das ist kein Problem für denjenigen, der sich seiner Grenzen bewusst ist, der Unterscheidungsvermögen besitzt, das heißt, der unterscheiden kann, was dem Leben erbaulich ist und was dem Leben abträglich ist. Und es ist für den kein Problem, der entsprechend handeln kann. Das heißt, derjenige, der sagen kann, halt, hier ist meine Grenze, stopp. Nein. Also, dieses Wort Nein ist absolut essentiell für jeden Menschen, der in dieser Schöpfung leben will und sie bewahren will, der sie aufbauen will, der sich um seine Schöpfung sorgt. Und selbst wenn dieses Recht auf Grenzen, auf das Nein derzeitig systematisch abgesprochen wird, und zwar den Menschen. Wiederum, so liegt es an den Menschen selbst, den Schutz für sich zu beanspruchen, das Nein zu definieren, die Grenze zu definieren und im Falle der Grenzüberschreitung das Nötige zum Ausdruck zu bringen. Ganz wichtig. Ja, 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 ja ist schön. Ja, ja. Ja ist eine Bewegung. Nein ist die Beendigung einer Bewegung. Das zu bekennen ist essentiell. Und da reite ich hier gerade darauf rum. Nee, eigentlich reite ich nicht darauf rum. Es ist nur ein freundlicher Hinweis für die Menschen, für dich, der du dir das hier gerade anschaust, was ich hier von mir gebe. Das ist dein Recht, deine Grenze zu definieren und deine Grenze zu schützen. Wer macht? Die Macht. Die Macht, wer die Macht hat, der wird seine Grenzen wahren können. Wer sich seiner Macht bewusst ist, der wird schöpfen können und er wird seine Schöpfung bewahren können. Wer seine Macht ablehnt, oder sich seiner Macht nicht bewusst ist, der ist in der logischen Konsequenz ohnmächtig.
Wer sollte Interesse an Ohnmacht haben? Ich nicht. Ich schätze, auch du nicht. Wer propagiert die Ohnmacht? Es sind jene Mächte, die Menschen kontrollieren und beherrschen wollen, sie ihren Bedürfnissen entsprechend ausnehmen wollen. Reingehen, ausnehmen, auseinanderpflücken, sie ihre Energien berauben. Und jetzt kann man viel über die Welt nachdenken da draußen, um die politische Situation, um die Situation in der Welt derzeit, kann man tun. Doch, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, es geht um die innere Klarheit. Die innere Klarheit zu wissen, wer ich bin. Wer bin ich? Ich bin meinem Wesen nach bewusst. Ich bin meinem Wesen nach frei. Ich bin meinem Wesen nach kreativ. Ich bin meinem Wesen nach mächtig. Das alles entspricht meinem Wesen und noch vieles mehr. Mein Wesen ist unzerstörbar. Es ist zeitlos. Es wohnt derzeit in diesem Leib, in dieser Formung. Das ist die Schöpfung dieses Wesens. Und alles andere da draußen ist es auch. Und die Macht liegt in mir, mit dieser Schöpfung zu arbeiten, um zur Selbsterkenntnis zu kommen. Und es liegt in meiner Verantwortung alleine, all das zu definieren, was ich in meinem Leben erleben will, wie mein Leben verlaufen soll. Ich brauche lediglich zu wissen, was ich will. Ich brauche lediglich zu wissen, wie es laufen soll, wie die Schöpfung geformt sein soll. Ich bin der Former der Schöpfung. Du auch, jeder andere auch. Und schau es dir genau an, die Menschen, die du kennst, die leben alle in ihrer eigenen Schöpfung. Und letztendlich hat jeder von diesen Menschen seine Schöpfung selbst erschaffen. Hör dir an, wie die Menschen reden, dann weißt du, wie sie denken. Und wenn du das dir betrachtest, dann wird dich nicht mehr wundern, in welcher Schöpfung die entsprechenden Menschen leben. Es gibt Menschen, die leben in Ohnmacht, im Opferbewusstsein, im Mangel, in, wie sagt man da, keine Steuerung, keine Kontrolle im Leben. Das ist diese Opfernummer. Das sind Menschen, die keine Kontrolle über ihren Geist haben, über ihre Gedanken, über ihre Gefühle. Also, meine Anregung, werde dir bewusst darum, wer du deinem Wesen nach bist, werde dir bewusst darum, was du willst, ganz einfache Frage, und werde eindeutig, das heißt, komm aus der Verwirrung raus, komm aus der Zerstreutheit raus, komm aus dem ewigen Hin- und Herspringen wie ein Affe, der von Gegenstand zu Gegenstand springt oder wie eine Fliege, die von einem Haufen zum nächsten fliegt. Das ist der allgemeine verwirrte Geisteszustand, der auf viele Menschen in der heutigen Zeit insbesondere zutrifft. Wieder in die Mitte kommen. Denn wenn du weißt, wer du bist, deinem Wesen nach und was dir daher möglich ist, wenn du weißt, was du willst und wenn du die Fähigkeit hast, in Eindeutigkeit an deiner Vorstellung festzuhalten oder in Eindeutigkeit auf deine Vorstellung, deine Energie zu bündeln, dann wirst du Unglaubliches erschaffen können. Das liegt in der Macht deines Wesens begründet. Doch dafür brauchst du Selbstbewusstsein. Du musst wissen, was du willst und du musst die Fähigkeit haben, eindeutig
also nicht zerstreut, nicht verwirrt, sondern konzentriert in deiner mentalen Schöpfung zu weilen, verweilen, weilen, sodass sie sich ausdehnt. Du bestimmst dein Kraftfeld, du bestimmst dein Mandala, du bestimmst deine Ausstrahlung, du bestimmst, wen du anziehst, wen du abstößt, du bestimmst die Formungen in deinem Leben. Oder du tust es nicht. Wenn du es nicht tust, dann lebst du in Willkür, lebst du in Abhängigkeit, lebst du in Angst und Schrecken. Das tun viele. Warum? Weil sie sich nicht bewusst sind über ihr Wesen. Also, es fehlt ihnen an Selbstbewusstsein. Sie wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen allenfalls, was sie nicht wollen. Und wer weiß, was er nicht will, wird bekommen, was er nicht will. Und den Menschen fehlt es an Eindeutigkeit. Oder, um ein anderes Wort dafür zu nehmen, es fehlt ihnen an Treue. Treue heißt, an einem Gegenstand, an einem frei gewählten Gegenstand, das kann ein Ding oder ein Mensch sein, festzuhalten, aber nicht im Sinne von so festhalten, klammern, nein, sich eindeutig darauf einzustellen, um in die volle Erfahrung dessen zu gelangen. Das sind die Geheimnisse des Lebens. Und, ganz wichtig, nochmal erinnert, die Schutzfähigkeit, die Wehrmacht, also die Fähigkeit, seine Grenzen, materiellen Grenzen zu kennen und sie zu beschützen, sie zu bewahren durch ein Nein. Das ist ein Wort, N-E-I-N, Nein, kurzes Wort, das ist eine Signatur. Und wenn du diese Signatur für dich beanspruchst, nein, dann wird sie durch dich nach außen in deine Umgebung strahlen. Daher noch einmal daran erinnert, beschäftige dich mit deinen Grenzen. Wahre deine Grenzen. Steh für deine Schöpfung ein. Nein an Mächte, die deine Grenzen überschreiten wollen. Und wenn du in Eindeutigkeit aus dir selbst heraus dieses Nein zum Ausdruck bringen kannst, dann wird es unendlich mächtig sein. Denn in diesem Universum gibt es ein Gesetz. Und dieses Gesetz heißt der freie Wille. Der freie Wille kann nicht überschritten werden von keiner Macht in diesem Universum. Alles an Angriffen ist nur durch die Einwilligung derjenigen, die überschritten werden, möglich. Und da gibt es viele Wege, wie man Menschen zu einer Einwilligung bringen kann. Zum Beispiel durch Einschüchterung oder indem man ihnen das Selbstbewusstsein zerstört, indem man sie um ihr Selbstbewusstsein bringt, indem man sie um die Kenntnis ihrer wahren Natur bringt, also sie verblödet. Das ganze Schulsystem, Bildungssystem dient nur der Verblödung. Das ganze Mediensystem dient nur der Verblödung. Presse. All das dient der Verblödung von Menschen, also dem Zweck, sie um jegliches Selbstbewusstsein zu bringen, sie um die Kenntnis ihrer wahren Natur zu bringen. Und dann kann man alles mit diesen Menschen machen, und zwar mit ihrer Einwilligung. Nein, ein ganz wichtiges Wort, die Fähigkeit, die Grenze zeigen zu können, die Ablehnung kundzutun, alles entscheidend für diejenigen, die sich entwickeln wollen. Und alle anderen,
die werden durch den schmerzhaften Prozess der Sühne gehen müssen, wie es die Christen nennen. Es ist ein schmerzhafter Läuterungsprozess. Der ist aber nicht nötig. Wenn du den Mumm aufbringst, das Selbstbewusstsein hast, um deine Grenzen definieren zu können und für dich zu beanspruchen, nein, stopp, nicht weiter. Das ist schon mal ein Riesending. Da gäbe es noch mehr dazu zu sagen, was die Wehrfähigkeit betrifft, was du tun kannst, um dein Schutzfeld zu aktivieren. Das werde ich hier in der Öffentlichkeit nicht tun. Wenn du dich dafür interessierst, dann wirst du den Schritt machen müssen, auf mich zuzukommen, wenn du das willst. Wenn du es nicht willst, ist auch okay. Es gibt das Angebot von meiner Seite aus, dieses Wissen zu übertragen an diejenigen, die imstande sind, die die notwendige Klarheit haben, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Entweder hier vor Ort in der Botschaft in Gdingen oder in Deutschland in der Universalität. Es wird demnächst ein Praxiswochenende geben in der Universalität und das steht jedem Menschen offen, der dahin kommen möchte und sich an die Regeln hält, die dort gelten. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich an. Die E-Mail-Adressen findest du unterhalb dieses Filmes oder schau dir die Internetseiten Jivako, Jivako an, jivako.com an oder in einem Wort dergrenzenloseraum.com. dergrenzenloseraum.com. So, also in diesen Zeiten, besonders in allen Zeiten, und Richtungen, Schutz ist wichtig. Schutzaktivität ist wichtig. Schützer sind wichtig. Das sind diejenigen, die nicht so weich gespült sind, die ein bisschen wilder aussehen, die ein bisschen schärfere Zähne haben, die ein paar Flammen mehr um sich haben und die ein paar schärfere Werkzeuge haben. Das soll es an dieser Stelle sein. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, sonnige Zeit in Deutschland oder wo du auch immer bist. Es liegt an dir, dein Feld zu schützen. Das ist möglich, sage ich aus eigener Erfahrung. Ganz unabhängig davon, was auf der allgemeinen Oberfläche der Welt gerade für ein Spiel gespielt wird. Doch der Schutz liegt bei jenen, die ihn für sich beanspruchen. Er kommt nicht einfach so. Also, that's it for now. Habt's gut und Tschüssikowski.